Nach gefühlt 3000 Jahren ist es endlich soweit. Das Pokémon Home Update wurde heute angekündigt. Was wir alles dazu wissen und was ihr jetzt dringend wissen solltet, das verrate ich euch in diesem Video. Heute ist vielleicht auch bei euch ein Feiertag, aber nicht nur ein Feiertag im Real Life, sondern auch in der Pokémon-Welt, denn das Home-Update, auf das wir so ewig warten mussten, es kommt endlich tatsächlich. Nach mehr als einem halbjährigen Wartemarathon haben wir jetzt es endlich geschafft und das Home-Update, es kommt mit einigen Verbesserungen daher. Zum einen, was wird sich denn überhaupt alles ändern? Das Update, welches am 24.05.2023 erscheinen wird, hat die Möglichkeit, Pokémon von älteren Spielen auch auf Karmesin und Purpur zu übertragen. Durch dieses Update wird es auch einigen Pokémon auf Karmesin und Purpur möglich sein, ein neues Zuhause zu finden, die eigentlich im Spiel nicht gefangen werden können. Ich habe bereits dazu ein Video gemacht, welche Pokémon das umfasst, vor allen Dingen bei welchen Pokémon ihr auch bestimmte Evolutions-Items bekommen könnt. Dieses Video habe ich euch jetzt in der Infokarte und der Beschreibung verlinkt. Keine Sorge, ich werde da auch in Zukunft in einem anderen sehr ausführlichen Video am 24.05. nochmal drauf eingehen, also abonnieren nicht vergessen, wenn du natürlich nichts verpassen möchtest. Bewusst erwähnt wurde hierbei auch nochmal die Wanderform von Gierspenst, die ja in Karmesin und Purpur ebenfalls nicht gefangen werden kann. Auch diese kann übertragen werden mittels Pokémon Go. Durch das Versionsupdate 3.0.0 wird es auch möglich sein, einige weitere Daten im Bericht der Pokémon zu sehen. Ihr könnt im Bericht eines Pokémon Informationen einsehen, die aus anderen Spielen stammen, in denen sich das Pokémon zuvor befunden hat. Das heißt, in der Mobilgerätversion von Pokémon Home werden im Bericht eines Pokémon, das von Pokémon Bank transferiert worden ist, nun auch die gleichen Statuswerte und Informationen wie in Pokémon Bank angezeigt. Das Ganze sieht dann so aus, sind also einige neue Informationen, die hier dazukommen werden. Diese Funktion hier kennt ihr sicherlich auch aus älteren Pokémon-Spielen, und zwar können die Home-Punkte nun auch in Liga-Punkte umgetauscht werden. Mit dem Update wird es auch nochmal möglich sein, diese Liga-Punkte in Karmesin und Purpur zu übertragen. Das heißt, diese Liga-Punkte könnt ihr zum Beispiel für diverse Items einlösen. Um ehrlich zu sein, weiß ich noch gar nicht so recht, wo man diese Liga-Punkte überall einlösen kann. Vielleicht habt ihr da eine Idee, das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Denn einen Duellturm oder ähnliches, was wir ja aus vergangenen Generationen kennen, den gibt es ja in Karmesin und Purpur zumindest noch nicht. Bevor wir aber zu der größten Neuerung in dem Update von Pokémon Home kommen, kommen wir jetzt erstmal zu einem weiteren Feature. Und zwar wird es neue Erfolge und Sticker in Pokémon Home geben. Ist eine Funktion, die ich ehrlich gesagt nicht so häufig benutzt habe. Wäre irgendwie schon lustig, wenn Pokémon Home deswegen 6 Monate verschoben worden wäre. Aber nein, hier könnt ihr tatsächlich einige Sticker und Erfolge sammeln und da bekommt ihr auch diverse Belohnungen dafür. Was das für Belohnungen sind, kann ich euch jetzt nicht sagen. Es steht da einfach nur Belohnungen. Also nehmt die Belohnungen, wenn sie gut sind. So, jetzt kommen wir aber zu dem größten Update in Pokémon Home und das ist wirklich sehr, sehr groß. Und zwar betrifft das die Pokémon-Attacken. Vielleicht weiß der eine oder andere von euch noch, als ihr Pokémon Home benutzt habt, dass einige Attacken nicht in jedes Spiel übertragen werden konnten und es auch einige Einschränkungen hier gab. Das wird sich jetzt einigermaßen ändern, denn ab Version 3.0 können die Attacken von Pokémon, die von Pokémon Home auf ein verlinktes Spiel übertragen werden, zu den Attacken geändert werden, die bis dahin schon das Pokémon erlernt hat. Dies wiederum ermöglicht es euren Pokémon bereits Attacken zu lernen, bevor sie von Pokémon Home auf andere Spiele übertragen werden. Eine sehr gute Neuerung, wenn ihr mich fragt, denn dadurch wird diese Mechanik etwas aufgelockert und es gibt nicht mehr so viele Beschränkungen und ihr seid wesentlich freier auch auf Pokémon Home euer Pokémon zu individualisieren, was ja vorher ehrlich gesagt nicht so gut ging bei den Attacken. Und dann musstet ihr immer die Pokémon hin und her tauschen. Und das geht jetzt natürlich dann wesentlich einfacher mit der neuen Funktion. Anlässlich des Releases wurde übrigens auch schon ein Geheimgeschenk angekündigt. Das habe ich aber ehrlich gesagt auch schon fast vermutet, dass es so sein wird. Nämlich die Paldea-Starter werden mit ihren versteckten Fähigkeiten verteilt werden. Die Verteilungsaktion beginnt logischerweise am Release-Tag des Updates von Pokémon Home, also am 24.05. Ein Ende der Verteilungsaktion wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht angegeben. Da werde ich euch natürlich informieren, wenn das bekannt ist. Vielleicht auch noch ein Update zu meinerseits. Das ist das letzte Video, was ich auf meinem alten PC machen werde. Das heißt, das neue Pokémon Home Update wird, wenn ich meinen PC eingerichtet habe,
auf dem neuen PC erstellt werden und das bietet mir natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten als bisher und da wird sicherlich der ein oder andere von euch sicherlich auch über den Videoumfang sich freuen. Ihr wisst, wie das Ganze funktioniert, liken, hypen nicht vergessen, damit der Kanal unterstützt wird und der Algorithmus auch checkt, dass dieses Video für euch wichtig ist. Und für weitere Videos rund ums Pokémon Home Universum könnt ihr euch einmal auf der rechten Seite umsehen. Sehr nützliche Tutorials dabei.